Moin, ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist und möchte mit einer Frage starten. Hast du den DFL-Wirtschaftsreport 2019 gelesen? Das sind 60 Seiten. Das dauert also einen Augenblick. Aber ich habe eine Alternative für dich. Ich habe mich nämlich da durchgekämpft und die wichtigsten Erkenntnisse, die 8 Überraschungen für dich in einem Beitrag zusammengefasst. Da ich das Video immer sehr kurz halten möchte, kann ich jetzt nicht auf alle 8 Themen eingehen, aber habe mir 3 sehr spannende Dinge rausgesucht, die ich dir einmal erzählen möchte. Was aber ist der DFL-Wirtschaftsreport überhaupt? Einmal pro Jahr, immer so im Januar, Februar, veröffentlicht die Deutsche Fußballliga, also kurz DFL, die wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten und ein paar qualitative Informationen zur abgelaufenen Saison. Diese Zahlen beziehen sich jetzt also auf die Saison 2017-18 und nicht auf die aktuell laufende. Das ist ja schwierig, weil die läuft ja noch. Kommen wir jetzt aber zu den 3 Highlights, die ich dir hier einmal präsentieren möchte. Das erste Highlight ist das Thema Merchandising. Das ist gar kein Highlight, sondern das ist eigentlich ein Lowlight, weil die Merchandising-Umsätze in der Bundesliga sind vor 2 Jahren gesunken. Sie sind jetzt im letzten Jahr wieder gesunken und sogar unter dem Niveau der Saison 2013-14. Ich frage mich jetzt, haben wir eine Krise im Merchandising? Schließlich sprechen wir alle davon, dass wir internationale Märkte erschließen müssen und da auch unser Merchandising absetzen können. Das fand ich durchaus bedenklich. Das zweite Thema und das dritte Thema hat beides was mit Personalkosten zu tun. Das erste von den beiden dreht sich um die klassische Personalkostenquote. Es geht also da um die Frage, wie viel Geld, was die Bundesligisten eingenommen haben, geben sie eigentlich fürs Personal, insbesondere für den Spielbetrieb aus, also für die Spieler. Da ist die Bundesliga sehr konservativ, meiner Meinung nach, und gibt ungefähr 35% der generierten Umsätze fürs Personal wieder aus. Kurze Erinnerung, wir haben uns immer darauf geeinigt, dass eine Personalkostenquote um bei 50% nachhaltig ambitioniert ist. Und zum Vergleich, die anderen europäischen Top-Ligen sind so zwischen 50 und 70%, einzelne Clubs sogar in Richtung 80% unterwegs. Da ist die Bundesliga also sehr konservativ, typisch deutsch, aber es ist halt auch nachhaltig, das muss man auch dazu sagen. Also finanziell gesehen nachhaltig. Der andere spannende Punkt zum Thema Personalkosten ist, dass die Bundesligisten ihr Backoffice ausbauen. Also während die Personalkostenquote für die Spieler gefallen ist, also vergleichsweise prozentual weniger Geld für Spieler ausgegeben wird, ist der Anteil für die Mitarbeiter aus Handel und Verwaltung gestiegen. Das bedeutet, die Bundesligisten stellen mehr Mitarbeiter ein, wenn es um Backoffice-Leistungen wie Vertrieb, Personal, aber These vor allen Dingen auch ums Marketing geht. Das finde ich persönlich richtig gut, denn ich sage ja immer, Fußballclubs sind Wirtschaftsunternehmen und genau so müssen sie sich auch aufstellen. Wenn du wissen willst, was ich sonst noch zwischen den Zeilen vom DFL-Wirtschaftsreport herauslesen konnte, dann klick am besten auf den Link in der Beschreibung zum Video. Da findest du die wichtigsten Grafiken nochmal für dich aufbereitet und meine Interpretation zu den Zahlen, Daten, Fakten der Saison 2017-18. Ich freue mich, wenn du da draufklickst und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dann, dein Ralf von Fußballwirtschaft.